Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir schauen uns heute den gestrigen Stream an. Da gibt es noch ein paar Sachen, die wir mal besprechen sollten. Aber wie immer, bevor wir anfangen, lasst uns einmal auf die aktuellen Abos draufschauen. Und da sind wir beim Drachenlord bei 242 Abos. Ein wenig mehr als gestern, aber immer noch weit unter den 250, obwohl er gestreamt hat. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass auf dieser Plattform nun wirklich nur noch eine Art von Streams kommt, und zwar diese Battle-Streams. Es wird auch gar nicht mehr irgendwas vorgespielt, von wegen, dass auch mal irgendwie ein anderer Content auf dieser Plattform noch geplant ist. Hier geht's einzig und alleine nur noch um diese Geschenke. Das ist uns ja eh allen klar, aber nun wird's auch scheinbar langsam den Drachis klar. Was man sich aber wirklich fragen muss, ist ja, es war ja eine Zeit lang so, dass er bei knapp 500 Abos war. Und dann ist er doch ziemlich schnell innerhalb kürzester Zeit auf um die 250 Abos runter. Und da fragt man sich dann schon, waren diese Abos denn alles wirklich Personen oder gab es da jemanden, der das ein wenig hochgepusht hat im Hintergrund? Und darum soll es in der Streambesprechung gleich auch ein bisschen gehen, denn es gibt auch User in seinem Stream, die meiner Meinung nach eindeutig nicht Drachis sind, die ihn mögen, sondern irgendwelche Personen, die im Hintergrund handeln. Bevor wir gleich nochmal anfangen, eine Sache noch, um das einmal klarzustellen, was da im Hintergrund in dieser Katal-Bubble im Moment so abläuft. Es gibt ja im Moment mehrere Pyramidenbilder, die auf Twitter immer rumgeistern. Irgendwelche Leute stellen das ins Internet von wegen, ja, das sind die Leute, die von oben alles lenken oder sowas. So Illuminati-Verschwörungsprinzip. Und nun hat Print sowas ähnliches in der Art auch gedroppt, was er wohl von der Katal-Bubble bzw. Endboss mal erhalten haben soll. Dort sind Hater genannt, die auch geleakt werden sollen. Mein Name steht da zum Beispiel auch drauf, natürlich mit falschen Daten, aber hey, ich bin ja eh Versicherungsvertreter und Autoverkäufer aus Hamburg oder Flensburg, je nachdem, wo man gerade mich sehen möchte. Es sind dann auf jeden Fall auch so Vermerke aufgeführt von wegen, ja, weiter recherchieren, da fehlen noch Informationen. Und es werden dort halt eine Menge Hater genannt, zum Beispiel Laubsäge, Serial Talk, Demon oder auch PWD Metal, den ich persönlich jetzt zum Beispiel nur von Twitter kenne und ich wusste gar nicht, dass der irgendwie auch Videos macht zum Beispiel. Was ich auf jeden Fall damit sagen will, dort wird scheinbar im Hintergrund versucht, seit Monaten an Infos von Hatern zu kommen, denn dieses Bild muss schon einige Wochen oder Monate alt sein, weil dort zum Beispiel auch Leute aufgeführt sind, die jetzt vor einigen Wochen schon geleakt worden sind, aber hier noch in dieser Übersicht als noch keine Informationen geführt werden. Zum Beispiel Karl mit dem See davor. Ihr wisst, wen ich meine. Da läuft auf jeden Fall eine Menge an Arbeit scheinbar und wenn das stimmt, dass Prinz das von Endboss oder Katal wirklich bekommen hat, dann zeigt mir das halt, wie lange da schon im Hintergrund zusammengearbeitet wird mit dem Drachenlord und versucht wird, gegen die Hater vorzugehen. Halt ein schönes Beispiel dafür, für dieses Wuseln und Werkeln im Hintergrund von einigen Leuten. Da kommen wir auch gleich im Stream nochmal drauf, denn es ist schon sehr auffällig, wie sich dort einige Leute verhalten. Wir fangen mal mit dem Stream an und kommen dann gleich auch auf den Punkt zu sprechen, was überhaupt echt an den Geschenken ist für den Drachenlord. Okay, okay, also deswegen so nach dem Motto. Aber die NWO, eigentlich waren das früher Wrestler, Leute. Seid ihr Wrestler? Seid ihr Wrestler? Nee, das war die NWA. Ach so, okay. Dann liege ich gerade falsch. Die NBA ist noch 5 Sekunden, Leute, alles mal zwei. Die NBA ist Basketball, die WWA ist Wrestling. Ja, das weiß ich. Ich schreibe dir nur, nein, es gab eine NWO im Wrestling, schreibt hier jemand. So, erstmal leidet ihr ja alle ein bisschen und macht hier was für mich, bevor ich überhaupt was tue, Leute. Schwamm drüber. Ja, ist ja auch schon wieder alles verjährt. Ja, alle mal liken, Leute. Ich sag ja immer, ich möchte nicht immer über meine Schulter schauen müssen, sondern ich möchte in die Zukunft gucken. Weil das ist ja Quatsch. Und irgendjemand hat mir gerade 10 Wassermelonen gespendet. Dankeschön. Ach nee, eine Wassermelone mit 10 Punkten. So rum. Ja, vorab einmal diese Stelle, weil da musste ich schon wieder den Kopf auf den Tisch knallen. Der Gast sagt, es gab eine NWO beim Wrestling, was komplett stimmt. Hogan, Kevin Nash und Scott Hall, und ohne euch jetzt irgendwie einen Exkurs in Wrestling geben zu wollen, ein sehr bekanntes und erfolgreiches Stable. Und dann kommt der Drachenlord daher und sagt, nein, das war Basketball. Das war die NWA. Er sagt halt noch nicht mal NBA, sondern NWA, was natürlich doppelt falsch ist. Denn die NWA hat nichts mit Basketball zu tun und das englische W wird halt ausgesprochen als W und nicht V. Das war schon wirklich schlimm mit anzuhören. Und ganz nebenbei, es gibt sogar eine NWA als Wrestling, aber mit seiner Basketball-Aussage hat er sich dafür natürlich schon wieder komplett disqualifiziert. Aber okay, das könnte ich ja noch vergeben, wenn er nicht meint, er würde wieder alles besser wissen müssen und mit einer total falschen Information jemanden verbessern müssen, der eigentlich komplett recht hatte mit dem, was er gesagt hat. Und als der Gast dann sagt, ja, die NWO gab's auch im Wrestling, heißt es ganz schnell, ja, Schwamm drüber beim Drachenlord. Er will ja nicht in der Vergangenheit reden. Also ganz ernsthaft, wie man in so einem kurzen Austausch so viele falsche Aussagen
droppen kann, dann auch WWE als WWE bezeichnen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Der Drachenlord hat scheinbar zu lange in der Nähe seiner Alarmanlage gelebt. WWE. Naja gut, wir schauen mal weiter. Wenn ich noch mal Erfolg habe, dann möchte ich das gerne doch so, dass man nicht weiß, wer ich bin. Bis 22 Uhr. Dann müsst ihr zuhören, Leute. Das ist nämlich genau das, was ich auch so sehe. Also mich persönlich stört's auch. Das Problem ist bei mir, ich bin auf eine andere Art bekannt und ich komme aus dieser Öffentlichkeit nicht mehr raus. Ja. Dadurch, dass ich auf diese Art und Weise bekannt bin. Ja. Und das ist mein Problem. Und wenn ich nochmal, ich habe auch immer gesagt, wenn ich mal bekannt bin, dann würde ich aus dieser Scheiße auch so rausgehen. Darum sage ich, wenn die Wahl habe, ich würde definitiv auch nicht mehr auf die Art, wenn dann mit Maske. Den Part hier fand ich noch ganz interessant, weil das mal wieder diese absolute Doppelmoral des Drachenlords zeigt. Es wurde immer gesagt, die Hater sind feige und trauen sich nicht mit Cam zu streamen. Wie oft hat er das über mich schon gesagt, dass ich ja zu feige bin, weil ich mein Gesicht nicht zeige? Und nun sagt jemand in seinem Stream, ja, also wenn ich das nochmal machen würde, dann würde ich das anonym machen. Und der Drachenlord sagt sofort, ja, absolut richtig, ich würde, wenn ich neu anfangen würde, das auch anonym machen. Maximal mit einer Maske im Stream. Da ist die Meinung mal ganz schnell wieder von A nach B gesprungen, weil es ihm in der Situation gerade von Vorteil ist. Lieber Drachenlord, genau solche Szenen sind dafür verantwortlich, warum du diesen Ruf hast, den du hast. Danke, Leute. Macht's gut, schlaf gut und eine wunderschöne Nacht wünsche ich euch. Euer Drachen. Ja, und dann war der Stream auch schon wieder vorbei. Ganz viel Interessantes gab's da nicht mehr. Aber diese kurze Schlussszene habe ich jetzt nochmal drin gelassen, weil ich einmal auf die Topspender ansprechen wollte, die am Ende des Streams dann vorhanden waren. Der Drachenlord hat in diesem Stream knapp 100 Euro erbettelt. Das ist bereits nach Abzug der Plattform. Vor Abzug der Plattform können wir das bei diesem Overlay sehen, dass alleine Camping Dude 1 in diesem Stream 86 Euro ausgegeben hat. Im Monat ist Camping Dude bei 800 Euro, die er für den Drachenlord bezahlt hat. Wie gesagt, vor Abzug der TikTok-Prozente, aber man muss sich das mal überlegen, dass jemand 800 Euro dem Drachenlord einfach so spendet für nichts. Und da kommt dann schon die Frage auf, ist das denn wirklich ein verstrahlter Drachi oder ist das jemand, der ein bisschen Geld hin und her schiebt, um den Algorithmus zu pushen? Und dann schauen wir mal in Birellas letzten Stream kurz rein und siehe da, wer ist da der Topspender? Camping Dude 1, auch mit über 1000 Euro, die er ihr gegeben hat. Hier weiß ich allerdings nicht, ob das 1000 Euro vor dem Abzug der Plattform ist oder nach. Also entweder sprechen wir hier von 1000 Euro, die er bezahlt hat, oder von über 3000 Euro, die er da reingebuttert hat. Und dann kommen von dieser Person auch noch so unauffällige Aussagen im Chat, wo er zum Beispiel fragt, gibt es die Trinkgeldfunktion noch? Um Leute natürlich darauf hinzuweisen, ey, ihr könnt auch Trinkgeld ohne Abzüge spenden. Oder wenn der Drachenlord zu lange redet und nicht matcht, kommen solche Aussagen hier im Chat wie, ich habe Bock auf ein Match. Und wenn man das alles so mitbekommt, dass Camping Dude vielleicht jemand im Hintergrund ist, Endboss, Katal oder wer weiß ich, der noch alles mit reinspielt, der dafür sorgt, dass der Algorithmus angetrieben wird durch Spenden, dann sind so Aussagen wie, ich habe Bock auf ein Match, schon sehr als Befehl zu sehen, dass der Drachenlord nicht so viel labern soll, sondern jetzt mehr matchen soll, damit die Barren besser fließen. Wenn ihr mich fragt, sind diese Einnahmen, die man monatlich sehen kann beim Drachenlord, nicht die Einnahmen, die er wirklich bekommt, weil da einiges an solchen Animationsspenden mit dabei sind von Leuten, die in Wirklichkeit nur Geld hin und her schieben für den Algorithmus. Alles in allem, wenn ihr mich fragt, eine ziemliche Müllshow, was da abgeht. Und auch wenn ich persönlich mit dem Prinz oder dieser Endboss-Kartal-Bubble keinen Kontakt habe, scheint das echt an allen Ecken im Moment auch zwischen diesen beiden zu eskalieren. Denn nun werden da auch scheinbar die Kinder von den Leuten mit reingezogen. Ich weiß allerdings nicht genau, ob das jetzt von denen kommt oder ob da noch eine dritte Person mit jetzt reinspielt. Aber alles, was man so liest, ist wirklich, dass es echt hässlich wird zwischen diesen beiden Gruppen. Es sieht halt alles nach ziemlicher Eskalation im Moment aus. Na, wir lassen uns mal überraschen, wie es im Moment weitergeht. In der Zwischenzeit sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video sage ich, Medal of, meine Freunde!